Ich möchte dir mein Herz schenken, weil ich dich über alles liebe. Das sagt Gott zu dir. Und Gott hat an Weihnachten ein Geschenk für dich. Und dieses Geschenk ist seine Liebe. Dieses Geschenk ist sein Sohn. Und darum feiern wir Weihnachten. Um dieses Geschenk anzunehmen, musst du Jesus auch lieben. Also liebt Jesus. Denn nur so kannst du das Geschenk auch annehmen. Eine Beziehung funktioniert nur, wenn beide sich lieben. Und Jesus liebt dich. Liebst du Jesus auch? Vielleicht kannst du jetzt nicht glauben, dass Jesus dich wirklich liebt. Und du fragst, kann man denn das beweisen, dass Jesus mich liebt? Und da muss ich dir sagen, nein, das kann man nicht. Denn Liebe lässt sich nicht beweisen. Wenn du einen Partner hast, dann kannst du ja mal den Partner fragen oder sagen, beweis mir mal, dass du mich liebst. Und das wird dein Partner auch nicht können. Denn Liebe kann man nicht beweisen. Deswegen kann auch Jesus nicht beweisen, dass er dich liebt. Aber Liebe kann man spüren. Man kann spüren, dass einen der andere liebt. Wenn du in einer Beziehung bist, dann spürst du, dass dich dein Partner liebt. Und genauso ist es auch bei der Liebe Jesu. Du kannst spüren, dass Jesus dich liebt. Dazu musst du aber eine Beziehung zu ihm aufbauen. Dazu musst du aber mit ihm reden. Denn man kann keine Liebe von einem anderen spüren, wenn man nichts mit denen unternimmt, wenn man keine Beziehung zu denen hat. Dann kann man die Liebe nicht spüren. Und genauso ist es bei Jesus. Du kannst seine Liebe nie spüren, wenn du keine Beziehung zu ihm aufbaust. Deswegen ist es wichtig, dass du mit Jesus Zeit verbringst, dass du mit Jesus redest. Denn nur so kannst du seine Liebe auch spüren. Und ich möchte dich jetzt einladen, diese Liebe Jesu anzunehmen. Versuch's doch einfach mal. Denn du wirst dann merken, das ist das größte Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast. Viel größer als all die anderen Geschenke, die du von deiner Familie bekommst oder sonst von irgendjemandem halt, ja? Die Liebe Jesu ist das größte Weihnachtsgeschenk. Das ist Gottes Geschenk für uns. Und du musst es nur annehmen und dich darauf einlassen. Und dann wirst du erstaunt sein, wie groß dieses Geschenk ist. Zum Abschluss des Videos möchte ich noch beten. Ja, lieber Gott, hab Dank, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, der uns über alles liebt. Aber du siehst auch, dass nicht jeder Mensch diese Liebe erwidert. Und darum bitte ich dich, dass möglichst viele begreifen, wie stark du sie liebst und diese Liebe dann auch erwidern. Und wir haben jetzt Weihnachten, wo uns das nochmal bewusst wird, dass du in die Welt gekommen bist aus Liebe zu uns und dass du uns so ein großes Geschenk gemacht hast. Und für dieses große Geschenk möchte ich dir danken. Amen.